Und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Jawohl. Wir müssen einfach warten, bis unsere Hinrichtung erfolgt. Und was dann kommt, werden wir dann sehen. Einfach nur ein paar Schlücke davon nehmen, einfach mal ein bisschen rumrennen. Die wollen wir uns nicht vorbeilassen. Noch nicht. Ich hoffe, die Lautstärke ist in Ordnung. Und schließlich ist der Tag da. Aha. Das ging aber irgendwie sehr schnell, keine Ahnung. Wir bringen dich zum Ort der Hinrichtung. Macht er, ja? Okay. Ich will aber nicht. Ich will in meiner Zelle bleiben. Die ist viel cooler. Komm mit. Hey, das war Kefkas Lache. Was macht Kefkas Lache hier? Ah, das ist aber nicht cool. Nicht cool. Gut, so sind wir in der Guillotine, ne? Wir haben die Guillotine geschliffen. Ein letztes Wort. Scheinbar nicht. Ich rette dich. Wer zur Kuckuck ist das? Sofort aus dem Weg. Ciao, ihr Trottel. Wie gefällt dir mein Zonka 38? Ziemlich cool, was? Los, zeigen wir es ihnen. Ja, wir hätten also einfach aufstehen können, ja? Na gut, egal. Wir nehmen eine Bronzerüstung mit. Ist sie für uns? Oh ja, die ist für uns. Sehr gut. So, dem armen Kerl helfen wir auch nochmal eben. Jo. Danke, du verletzt. Ich bin Fritz. Mein Vater hat einen Laden im Friedenshof. Schau mal vorbei. Jo, machen wir. Okay. Ka-ching! Wir gehen nochmal runter. Okay. Gut, ein Fight, aber den kriegen wir doch locker hin, denke ich mal, oder? Zing! Ein HP, wirklich? Oh Mann. So, wir attackieren den netten kleinen Wachending da. Und der ist tot, doppelten Schaden. Läuft. So. Wir gehen nochmal ein bisschen durch die ganzen Dinger hier. Wir können uns nochmal hier erfrischen. Das ist ja unsere Zelle gewesen. Hier ist. Okay, da kommen wir also noch nicht hin. So, mal gucken. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Also hat Luca uns im Endeffekt doch gerettet. Oh, ist doch mal was. Würdest du dich mal rumdrehen, bitte, Kollege? Oder ich mache es einfach so. So. Dann haben wir ein paar Kisten, die wir direkt einsacken können. Ezza, Tonic, Tonic und auch ein Ezza. Nicht schlecht. What the? Ah nö, was bist denn du? Du bist also der geflorene Knastbruder.
218 Leben hat das nette Kerlchen hier. Was? Kein Schaden? Okay, das macht also gar keinen Schaden bei ihm. Also heißt es einfach stumpf draufkloppen. Oder wie darf ich das verstehen? Vergessen. Au. Das tut doch weh, Mensch. Und damit ist der Omikron auch Geschichte. Dafür ist Sold dafür, aber absolut mickrig. Wieso haust du jetzt ab, Mensch? Und wenn du so dermaßen in den Popo getreten, dass du jetzt abhauen musst. Jojo. Gut, damit hätten wir das. Gehen wir nochmal hier hoch. Und schauen mal, was uns noch so erwartet hier. Hier ist noch ein Skeleton. Der uns wahrscheinlich Ärger bereiten will. Er will uns Ärger bereiten. Ich weiß nicht, wie das ist bei dem Game hier, aber in den damaligen Spielen, also hier sagen wir mal, wo war das? Genau, in Mystic Quest Legend beispielsweise, da sind Untote anfällig gegen Feuer. Das weiß ich nicht, ob es hier auch so ist. Oh Mann. Gut. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich bin auf jeden Fall in die andere Richtung. Kommen wir zwar eigentlich her, aber irgendwo muss es hier weitergehen. Locken wir die einfach mal so aus. Ach nö, muss das gegen ihn kämpfen? Na gut, dann kämpfen wir gegen ihn. Er ist eh tot mit einem Schlag. Gut. Den habe ich noch nie so wirklich außer Gefecht, also so außer Gefecht setzen können eigentlich. Das ist schade eigentlich. Jetzt wieder unsere Freunde. Hier haben wir noch ein paar Kisten, die wir mitnehmen können. Immer schön wieder alles zumachen. Guten Tag. Ach nö. Schade. Nicht mehr retten können. Hier mal in die andere Richtung. Gucken wir uns da mal um. Weil ich glaube, da kommen wir her rechts. Müssen wir mal schauen jetzt. Klong. Okay. Wir gucken mal, hier kommen wir nämlich raus. Wir können nämlich hier ein bisschen
So, dann habe ich hier noch eine Kiste mit einer Unterkunft. Und hier ist noch ein Loch, wo wir reinspringen können. Dann kommen wir nämlich in die Zelle neben uns. Weil da waren wir in der Zelle und hier haben wir unsere Kisten. Eine Magnetklinge. Und 1500 Gold. So. Die Magnetklinge ist besser als meine. Die nehme ich auch direkt. Wir gehen wieder hoch. Flup. Und gehen dann mal da oben. Ich glaube, da kann man auch rein. Ups. Mal gucken. So, nein. Gut. Da kommen wir nicht drauf? Ne, okay. Wir gehen wieder zurück und dann kommen wir wieder hier aus. Und rennen mal weiter, würde ich sagen. Die sind wieder da, die Schilder. Oder die wollen wir ja nicht haben. So, hier geht es nämlich weiter hoch. Das ist eine große, schwere Tür. Geht es hier noch irgendwo rum? Nein. Oh, der Zellenwächter. Was macht der denn hier? Er ist ohnmächtig. Tonic Medium erhalten. Hey, 5 davon gefunden. Cool. So. Ich benutze am besten mal eine Unterkunft. Und speichere direkt mal. Und lese dann diesen Zettel hier. So, was steht denn hier drauf? Ein streng geheimes Dokument wurde hier liegen lassen. Dokument lesen? Natürlich. Für den Gefängnisaufseher. Drachenpanzer, Benutzerhandbuch. Der Kopf repariert Schaden am Körper. Ein Schutzschild fährt Schaden durch Gewitter und Feuer ab. Solange der Kopf intakt ist, ist der Drachenpanzer unschlagbar. Forschungsstelle Guardia. Okay. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, auf geht die schöne Reise hier. Und was war das? Der Drachenpanzer. Vorwärts, Drachenpanzer, vernichte die Rebellen. Ja. Nee, ist klar. Also, wie war das jetzt? Der Kopf, der wehrt alle allerdings ab. Dann würde ich sagen, auf den Kopf, ja? Das war aber die falsche Stelle, Kollege. Au, das ist doch weh, Mensch. Na klar, alles auf Chrono, ist in Ordnung. Welche merken Dreckspanzervieh? Okay. Vielleicht sollten wir uns mal heilen, ne? Wäre empfehlenswert. Tun wir das doch direkt mal. Upsala. Einmal Heilung für mich reinschmeißen. Nochmal auf den Panzer kloppen. Dann ist der Kopf schon so halbwegs kaputt. Aber er überfährt uns trotz all dem noch. Und das tut sehr weh. Ja, ich glaube, wir sollten uns mal wieder heilen. Genau deswegen.
Der Drachenpanzer. Einer der nicht unbedingt unbedingt angenehmen Bosse. Aber er ist besiegbar, sagen wir es mal so. Da ich ja gut Tonics vorher eingekauft habe, sollte das kein Problem sein. Muss man sich halt mal ein bisschen mehr heilen, ne? So, gucken wir mal, ob wir jetzt mal die Räder kaputt kriegen. Sehr schön. Schau mal. Und das Drachenpanzer Geschichte. Wir erreichen die nächste Stufe. Und der Drachenpanzer explodiert. Oder auch nicht. Nighty macht einfach alles kaputt. Sie haben ihn kaputt gemacht. Reparieren schnell. Ach, guck mal, wie nett die Leute sind. Die lassen uns schöne Brücke da. Ach doch. Ich denke, wir werden so einfach hinkommen. So, dann haben wir hier noch eine Kiste, die wir einsammeln können. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Also, bis dahin.